Willkommen zurück zum zweiten Teil des NTV-Auslandsreportes. Nach Brasilien, dass im Amazonasgebiet der Regenwald rücksichtslos abgeholzt wird, das ist nicht neu. Doch die Rodung der grünen Lunge Südamerikas geht immer schamloser vonstatten. Westliche Firmen benötigen für ihre Rinderfarmen riesige Flächen. Und auch die weltweite Nachfrage nach Nutzholz steigt weiter stetig an. Um den Regenwald zu schützen, hat die brasilianische Regierung jetzt zahlreiche Naturschutzprojekte ins Leben gerufen, um das Gebiet langfristig zu erhalten. Wie das funktionieren soll, Florian Fiegel berichtet. Alles, was mal groß werden soll, hat eines Tages klein angefangen. So wie dieser Setzling. Er soll einmal mit Hunderten von kleinen Tropenbäumen den Fortbestand der grünen Lunge Brasiliens garantieren. Wir überlegen uns genau, wo und was wir anbauen. Das Holz müssen wir einerseits wirtschaftlich nutzen können und andererseits dürfen wir die Natur aber nicht angreifen. Das Naturschutzprojekt am Yari-Fluss im Norden Brasiliens soll Modellcharakter haben für alle zukünftigen Schutzmaßnahmen zur Rettung des Regenwalds. Zwar wird auch hier schon seit 2003 Holz geerntet, dabei wird aber auf ausgesuchte Holzarten gesetzt und alles geschieht in einem ökologisch vertretbaren Rahmen. Man muss immer genau beobachten, welche Hölzer der Markt verlangt. Nur dann können die Flächen auch ökologisch sinnvoll genutzt werden. Auch eine der größten Papierfabriken Brasiliens, die Orsa-Gruppe, beteiligt sich an dem Regenwaldaufbauprogramm. Profit ja, aber nicht um jeden Preis, so das Motto des Konzerns. Die illegalen Holzdiebe verflucht man hier. Um einen Baum zu bekommen, zerstören sie bei der rücksichtslosen Fällung oft 30 weitere. Hier am Yuri-Fluss fällen und transportieren sie das Holz so, dass die Natur kaum Schaden nimmt. Alle Arbeiten werden computerüberwacht und die Bestände festgehalten. Kunden aus Europa verlangen ganz bestimmtes Holz und auch Papier. Alles muss zertifiziert sein und sie wollen wissen, wo es herkommt. Wir produzieren nach sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Bisher stehen am Amazonas meist nur wirtschaftliche Gesichtspunkte im Vordergrund. Westliche Firmen versuchen, den größtmöglichen Profit herauszuholen. Das Holz ist für sie billig zu haben, die Löhne der Arbeiter gering. Um die Aufforstung kümmern sie sich nicht. Die Böden veröden in der Folge und sind jahrzehntelang nicht mehr nutzbar. Das alles soll sich nach dem Willen von Brasiliens Präsident Lula da Silva ändern. Er möchte auch erreichen, dass seine Landsleute von dem Rohstoffreichtum stärker als bisher profitieren. 14 Frauen haben hier schon Arbeit gefunden. Sie fertigen hochwertigen Bioschmuck aus allem, was der Regenwald so hergibt. Aus der Rinde, aus Steinen oder aus Kokosnüssen machen wir Schmuckstücke. Wir flechten aber auch Körbe oder stellen Holzspielzeug her. Insgesamt arbeiten bei diesem Regenwaldprojekt mittlerweile mehr als 400 Einheimische mit. Ein großer Erfolg für die Regierung. Schon im März sollen gleich drei weitere Projekte in dieser Größenordnung folgen.